Ich bin nicht zufrieden. Dein Ernst? Dieses Video darf nicht hochgeladen werden. Jo, liebe Leute, ich bin Desi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mega aufgeregt gerade. Erstmal, Leute, ihr seht schon, der Stone Merch ist am Start und ich werde den Shop jetzt noch für eine weitere Woche verlängern. Also ihr habt jetzt noch diese Woche Zeit, euch etwas von der Stone-Kollektion zu gönnen, weil die Sachen bei euch so geil ankommen. Dann habe ich entschieden, den Shop noch für eine weitere Woche aufzuhaben. Das heißt, checkt den Link in der Beschreibung, gönnt euch den geilsten Merch. Ich habe jetzt gerade den weißen Hoodie an, weil meine braunen Haare so schön zur Geltung kommen mit weißen Hoodie. Und zwar, Mikey hat vor 2 Wochen oder so auf Instagram seine Zuschauer gefragt, ob er mir denn nicht die Haare färben soll, weil dem Unstable Stylist ist gerade super langweilig und ich bin einer seiner wenigen Kontaktpersonen, also einer der wenigen Menschen, denen er die Haare gerade färben kann. Und Mikey liebt Virgin Hair, das bedeutet Haare, die in keinster Weise gefärbt sind. Das Ding ist aber nur, Leute, ich habe Jahre darauf hingearbeitet, diese Haare so zu bekommen, wie sie jetzt sind. Und ich habe euch nochmal auf Instagram gefragt und die Antwort war einfach ziemlich eindeutig. Danke dafür auf jeden Fall. Scheiße, Leute, ey. Ne? Ungelogen, Leute, ich fühle mich gerade so, wie als hätte man mich gerade gezwungen, eine Achterbahn zu fahren, auf die ich gar keinen Bock hatte. Und ich sitze jetzt schon da drin und die Gurte und alles ist schon zu und wir fahren schon hoch. Und es gibt einfach keinen Stopp mehr und gleich geht's so. Oh Gott. Leute, okay. Ich weiß nicht, was er vorhat. Es kann sein, dass ich mir noch einen Nervenzusammenbruch bekomme. Oh, ich habe hier eine weiße Strähne. Das war nicht Mikey. Das ist, weil ich alt werde. Okay, bis gleich. So, ich bin jetzt endlich bei Mikey angekommen. Es hat alles ein bisschen länger gedauert. Wir hatten ganz viel Drama. Ja. Ich benutze 2 sanfte Blondierungen. Das ist meine Methode bei dir, weil wir brauchen ja insgesamt 5 Stufen Aufhellung. Sie hat eine sehr schwache Haarstruktur. Darauf müssen wir achten, weil ich habe, wie oft konnte ich Ansatz bei dir blondieren? 3 Mal höchstens. Und danach haben die angefangen abzubrechen. Die abgebrochen hier. Ja, dieses Mal werde ich ein bisschen drauf achten, dass das nicht passiert. Da musste ich monatelang eine Cappy tragen. Stimmt. Ja. Oh mein Gott, das war echt Albtraum, ne? Es wird Zeit, Tschüss zu sagen. Oh Gott, oh Gott. Er ist gerade wirklich mit dem Cape auf mich zugekommen und war so, Daisy, alles mit der Ruhe. Stimmt, du bist so ein Evil Doctor. Desiree. Guckt ihn euch an, wartet. Hallo Desiree. So sehe ich dich wirklich gerade. Also ich schaffe das auf jeden Fall nicht nüchtern, Leute. Ach, fängst du auch an? Aber du musst noch nüchtern genug bleiben, dass du mir die Haare färben kannst. Es war schön mit euch. Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ich mochte euch an mir, wisst ihr? So, noch ein letztes Mal, Desiree. This is Virgin Hair Desiree. Okay, aber jetzt musst du dich umdrehen nach da ein bisschen. Vor allem meine Haare sehen gerade irgendwie voll geil in diesem Licht aus. Das ist so ärgerlich. Der Abend ist noch lang. Ob die Liebe und das Leben. Wenn du jetzt nach da hinguckst, dann färbe ich dir die Haare. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt musst du mir sagen, du bist bereit. Aber es ist mir jetzt eigentlich auch egal, weil du bist jetzt hier. Ich mach das jetzt. Ich habe jetzt das Licht aufgebaut. Es ist mir jetzt egal. Ich mach das jetzt. So. Oh Gott, oh Gott. Are we ready, Daisy? Okay, Desiree. 1, 2, and 3. Wie war es eigentlich? Jetzt werde ich den Ansatz machen. Und zwar überall. So. Emra, voll gut die Kamera hier positioniert. Das war's voll. Das hat's voll gebracht. Fängt's dann an, taub zu werden? Ich glaube, dein Kopfhaut fängt dann gleich an zu brennen, ja. Mal gucken, wie schlimm es wird. Vielleicht nicht so wie letztes Mal. Everyone asks, but it's the last question someone should ask. Oh mein Gott. Verstehst du? Ich sehe jetzt zum ersten Mal meine Haare, die blondieren ja schon. Ja, stimmt. Ja, manche Stellen sind schon fast da. Oh mein Gott, das sieht voll geil aus. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich sie auch nur bei einer Blondierung lassen. Ich würde sie gar nicht so hell wollen. Hm, aber darum geht es heute gar nicht. Ich weiß nicht, steht mir das? Bin mir gerade nicht sicher, ob ich es mag. Das ist der Stand der Dinge. Massagesalon Michael Adrian. Das ist die 2. Blondierung, weil einer hat Mikey nicht gereicht. Nee. Ich will mehr. Mir würde das ja schon reichen, ne? Das und dann einfach einen schönen Farbton und dann, aber nein. Was voll schade ist, weil ich mir denke, oh, die gehen so kaputt danach. Nein. So. Aber nicht so kaputt.
Ich bin doch immer noch ein guter Friseur, darf man nicht vergessen. Ja. Mikey ist wirklich ein guter Friseur, sonst würde ich es nicht machen. Ja. Meine armen Haare, Mikey, was machst du? Nein, die überleben das. Wir machen das dann. Gin Tonic. Mikey freut sich richtig, ne? Vorhin hatte Emra ein absichtlich umgedrehtes T-Shirt an und ich habe ihn gefragt, ob er es falsch rumträgt und jetzt hat er ein T-Shirt absichtlich falsch rumgetragen. Ach, dein Ernst? Was ist mit dir? Warum trägst du es immer falsch rum? Keine Ahnung. Ich habe offensichtlich falsch rum angezogen, weil ich keinen Bock habe, es zu machen. Emra trägt auch immer diese Balenciaga-Schuhe, die einfach voll von der Krankenkasse übernommen werden. Sie hat Löcher in ihrer Strumpfhose. Ich habe keine. Kann sie herausschneiden. Macht besitzt du nicht in diesem Content. Haha. Das sieht ziemlich futuristisch aus, was du da gemacht hast. Cool. Du hast jetzt hier Netflix und alles, weil du alle Signale empfängst. Oh. Deine Haare werden einfach abfallen danach. Nein. Alles klar. So. Ja, es ist 3 Uhr morgens und ich habe komplett den Überblick verloren, was Mikey gerade an meinen Haaren überhaupt macht. Ja. Fresse! Schlampe! Sorry, ich habe nur Emra Schlampe genannt, weil Emra und ich, wir nennen uns immer Schlampe. Nein, ich nenne dich noch schon, du erst seit Neues. Wer bin ich? Was ist das? Also wir haben gleich 5 Uhr morgens. Ich schlafe eigentlich normalerweise schon lange zu dieser Uhrzeit. Streber. Und deswegen hat mir Mikey ein Espresso Martini gemacht, damit ich wach bleibe. Aber ich bin so eine Mischung aus... Ich schwöre. Ah, unangenehm, betrunken und müde. Trink deinen Espresso Martini. Also diese Farbe steht mir null. Ich sehe richtig fettig aus. Jetzt machen wir die Magic und zwar werden wir das Ganze abmattieren und danach sieht's weiß aus, oder? Jetzt passiert die Magic. Jetzt passiert wirklich, was man irgendwas sieht. Und wir haben mittlerweile 4:45. Gleich scheint die Sonne und dann haben wir wieder Tageslicht. Ist doch gut. Oh, mein halbes Ohr wird mit abmattiert. Echt? Ja. Das kriegt ihr bei mir im Salon, Gott, Leute. Gott, Gott. Guck, deswegen bewerbe ich nie als der Friseur. Ich mache einfach nur meinen Freunden die Haare, aber ich sag nie, ich bin der Friseur. Weißt du warum? Weil wenn du sagst, du bist der Friseur, dann bist du voll krass. Digga, du mattierst die Hälfte meines Gesichts. Ich bin betrunken. Abmattierung ist Hauptsache gleichmäßig. Ja. Krieg ich auch hin. Gleichmäßig im Gesicht und in den Ohren, oder? Genau. Das habe ich ja hingekriegt. Guck, ich mache noch mal ein bisschen auf den Ohren. Nein. Damit es so ein bisschen so richtig einsieht. Hey, guck. Nein! Nach dem Video wird niemand mehr zu dir gehen wollen. Nee, ich schwöre, ich bin so drunk. Ich schwör's euch. I don't even deny it. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag nur die DMs, die ich bekommen habe von deinen Zuschauern. Ich wünsche mir nichts mehr als ein Umstyling von Mikey. Stimmt. Now look what you get. Stimmt, du bist voll ungrateful, Desiree. Meine Haare sehen jetzt gerade pink aus. Ich bin betrunken. Ich bin voll müde. Wir haben jetzt genau 6 Uhr morgens. Ich bin so müde gerade. Ich bin so fertig. 6,5 Stunden später. Okay, Leute, das ist vollbracht. Ihr beachtet bitte, dass es draußen hell ist. Aber richtig hell. Wir haben gleich 7:30 Uhr morgens. Wir haben einfach die ganze Nacht Haare gefärbt, Mikey. Oh mein Gott. Ja, muss manchmal sein, ne? Oh mein Gott, sieht auch richtig fertig aus, ne? Dizzy, aber ich bin nicht zufrieden. Ich können wir nicht so beenden. Dein Ernst? Nein. Dieses Video darf nicht hochgeladen werden, wenn ich nicht weiter färben kann. Was willst du machen? Noch heller? Nee, eigentlich nicht, weil das Ding ist, ich will deine Haare nicht so nicht zerstören. Mehr. Deswegen, das ist für mich ich das meiste. Mehr. Aber ich will oben pink, unten grün machen. Wie? Oben pink, unten grün? So wie Dua Lipa. Dua Lipa hat doch ab hier blond und darunter braun. Und ich will das bei dir dann andersrum machen, so pink und grün. Das wäre voll iconic, Dizzy, ich schwör's dir. Ich bin nicht zufrieden. Das oder das Video darf nicht online gehen. Das ist dir zu langweilig gerade. Mm. Das reicht mir nicht, das ist nicht weiß. Ich habe keinen Bock darauf. Ich will iconic. Ich will grün und pink. Grün und pink. Dann grün und pink it is. Ich bin, glaube ich, einfach nur gerade zu müde, um irgendwas zu sagen. Digga, nein. Alles egal. Ernst? Ja, mach. Egal.
it. Ey, wir haben das auf... Warte, ich film mein Ding. Ich film das. Ich film das. Ich bin zu müde gerade. Okay, also Mikey packt jetzt noch eine Pflege rauf, die er vergessen hat, zum aufzumachen. Ich habe schon einfach stundenlang meine Haare gerade geföhnt. Aber hey, mach sie nochmal nass, Mikey. Gönn dir. Ist ja erst 7:30. Ich habe auch vergessen, was wir machen. Oh so, mein Gott. Was hast du da getan?